Hallo und herzlich willkommen zu den Neuigkeiten für Gera und Umgebung. Ich bin Sophie Wallstabe und das ist unser Top-Thema. SRH Fachhochschule und die Stadt Gera vereinbaren Zusammenarbeit. Sandra Schöneich und Professor Dr. Johannes Schaller unterzeichneten am 28. Mai einen Kooperationsvertrag. Ziel ist es, durch umfassenden Informationsaustausch und gemeinsame Aktivitäten, wie beispielsweise Praxiseinsätze von Studenten, die Akademikerquote bei Gesundheitsberufen zu erhöhen. Um die Kontinuität der Zusammenarbeit zu sichern, werden künftig jeweils ein Mitarbeiter als Koordinator agieren. Jetzt kurz und kompakt die wichtigsten News für Sie. Aufgrund von Wettkämpfen verändern sich im Hof Wiesenbad die Öffnungszeiten. So ist das Sportbad am 13. Juni von 11 bis 22 Uhr, am 14. Juni von 8 bis 22 Uhr und am 15. Juni ebenfalls von 8 bis 22 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb gesperrt. Sauna und Freizeitbad sind regulär ganztägig geöffnet. Ab dem 16. Juni startet das vierwöchige Schulprojekt Check It Out, Fernsehproduktion digital und handgemacht im Gera Bürgerfernsehen. Schüler und Schülerinnen der Lobdeburg-Schule bekommen 16 Lehrinhalte vermittelt, die die grundlegende Arbeit in einem regionalen Fernsehsender kennzeichnen. Die Öffnungszeiten des offenen Kanals ändern sich während dieser Zeit nicht. Der Stadtservice H35 jedoch hat seit dem 2. Juni veränderte Öffnungszeiten. Die Mitarbeiter sind montags von 9 bis 15 Uhr, dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13, donnerstags von 9 bis 18, freitags von 9 bis 15 und samstags von 9 bis 13 Uhr für die Bürger da. Mit der Reduzierung der Öffnungszeiten wird eine Maßnahme des mehrheitlich vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes durchgesetzt. Der offene Kanal sucht einen Musiker oder eine Band, denn ein Musikvideo soll entstehen. Der Workshop Bildergeschichten mit der Kamera und beim Schnitt verfassen, der am 4. und 5. Juli unter der Leitung des TV-Reporters Guido Vogt stattfinden wird, hat nämlich genau das zum Ziel, ein Musikvideo. Die Musikrichtung spielt dabei keine Rolle, wenn also Interesse besteht, einfach ein Demo und eine Kurzbeschreibung per E-Mail an info@tlm-ok-gera.de schicken oder sich einfach direkt bei uns im Sender vorstellen. Kommen wir nun zum Wochenrückblick. Was war los in Gera und Umgebung? Zahlreiche Besucher und Ehrengäste kamen am 3. Juni nach Biblach, um die Kindertages- und Begegnungsstätte der Volkssolidarität in neuem Glanz zu bestaunen. Die Seniorengruppe Biblach freut sich über größere und schönere Räume und einen Terrassenanbau. Am 2. Juni wurde das neue Stadtteilzentrum Krümel feierlich im Kreise der geladenen Gäste eröffnet. Und den Kleinsten bereitete es sichtlich Freude, mit einem kleinen Programm die Gäste zu begeistern. In der Kindertagesstätte Krümel, deren Träger die Volkssolidarität Gera ist, wurden durch Umbauarbeiten im Haus neue, sehr gute Bedingungen für die Betreuung der Krippenkinder geschaffen, sowie separat zugängliche, großzügige Räumlichkeiten für die neue Begegnungsstätte, eine Bücherei und den Leseclub. Ja, das ist eine öffentliche Bibliothek für den Stadtteil Biblach. Und wir hoffen, dass dann viele Leser kommen, natürlich. Ja. Das ist ja der Zweck meiner Arbeit. Wir freuen uns sehr drüber und unsere 80 Mitglieder werden das genauso tun. Sie werden begeistert sein. Für uns geht eine Hungerstrecke zu Ende, die wir über ein Jahr betreiben mussten. Ja. Und unsere Senioren werden sich freuen, wenn sie jetzt wieder die neuen Räume in Schlag nehmen können. Es war natürlich auch ein riesengroßer Aufwand, auch für uns alle. Das alte erstmal alles ausräumen, verstauen und jetzt wieder einräumen, sodass wir am Dienstag, am 10. unsere Senioren wieder begrüßen können. Ja, das ist der Leseclub, den gibt es zwar schon seit November 2013, waren wir noch unterm Dach und jetzt haben wir neue Räume gekriegt für unseren Leseclub und unsere Leseclub-Kinder. Wir haben hier alles gemeinsam eingeräumt und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir jetzt so sehr gute Bedingungen haben. Die Volkssolidarität Gera hat mit dem neuen Stadtteilzentrum ein Angebot in Biblach gesichert, das alle Bewohner des Stadtteils gemeinsam nutzen können.
Die Deutsch-Finnische Gesellschaft schenkte der Gera-Bibliothek zum zweiten Mal Literatur aus und über das Land der tausend Seen. Vor allem Landeskundliches und Romane, aber auch ein Krimi gehören zur Schenkung. Bereits 2009 erhielt die Bibliothek im Rahmen der Aktion Eine Tasche voller Bücher eine Schenkung. Mit dieser Aktion möchte die Deutsch-Finnische Gesellschaft auf Finnland als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse im Herbst diesen Jahres hinweisen. Sina Steinbach hat die aktuellen Nachrichten aus der Welt des Sports. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sina Steinbach und das sind unsere aktuellen Sportnachrichten. Die BSG Wismut Gera siegte beim Heimspiel mit einem 3:1 gegen den FSV Martinroda. Mit diesem Erfolg bleibt die Wismut 11 weiter in der Verfolgerrolle hinter Mühlhausen auf dem zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga. Die Gäste begannen die Partie sehr engagiert. Sie legten durch Zachert nach einer Flanke in der 6. Minute mit dem 0:1 die Messlatte hoch. Doch die Gera blieben unbeeindruckt. Nach einem traumhaften Diagonalpass von Ronny Steinbach lief Andy Warning frei durch und verwandelte in der 24. Minute flach zum 1:1 Ausgleich. Direkt danach schob Warning mit einem Freischuss auf Heuschkel, der sich im Zweikampf durchsetzte und eiskalt zum 2:1 verwandelte. Die Gäste konnten trotz guter Chancen nicht ausschließen. Und dann war es wieder Warning, der sich in seinem Sturmlauf nicht stoppen ließ und mit seinem zweiten Spieltor den 3:1 Endstand besiegelte. Das war's von mir und damit zurück an Sophie. Danke, Sina. Was in den nächsten Tagen in Gera und Umgebung los ist, das erfahren Sie in unseren Veranstaltungstipps. Herzlich willkommen, mein Name ist Juliane und das sind unsere Veranstaltungstipps. Am Mittwoch, dem 11. Juni 2014, lädt die Stadt- und Regionalbibliothek Gera zu einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen ein. Um 19 Uhr wird das Projekt Alt erleben, welches Jugendliche mit dem Alltag von Senioren konfrontiert und Chancen für generationsübergreifende Begegnungen in der Stadt Gera erörtert, vorgestellt. Entstanden sind Kurzporträts über verschiedene Menschen und deren Leben im Alter. Sie sind Ausgangspunkt für die Gesprächsrunde Voneinander lernen, Mehrgenerationenprojekte in Gera und werden zu dieser Veranstaltung erstmals präsentiert. Der Eintritt ist frei. Wenn Sie am nächsten Wochenende noch nichts vorhaben, dann sollten Sie unbedingt einen Ausflug nach Berlin planen. Dort ist nämlich seit dem 20. Mai die internationale Ausstellung David Bowie im Martin-Gropius-Bau zu sehen. Mit der vom Victoria und Albert Museum London kuratierten spektakulären multimedialen Ausstellung werden Persönlichkeit und Werk des Ausnahmekünstlers vorgestellt und gewürdigt. Eine extrem produktive Zeit erlebte der Mann mit dem Blitz im Gesicht, David Bowie, im geteilten Berlin Mitte, Ende der 70er Jahre. In der Stadt der Künstler, Aussteiger und Wehrdienstverweigerer fand er Zuflucht und Inspiration für einige seiner bedeutendsten Werke. Im Schatten der Mauer schrieb er in den Hansa-Studios Musikgeschichte. Drei Alben entstanden, unter anderem Heroes, in dem er uns beschwört, für einen Augenblick könne jeder ein Held sein. In der Stadt, in der man sich verlieren könnte, fand er sich. Etwa 300 Objekte präsentieren die Kuratoren vom Victoria und Albert Museum London, zum Teil aus dem Privatarchiv des Künstlers, im Martin-Gropius-Bau in Berlin in einer überwältigenden multimedialen Wanderausstellung. Darunter Entwürfe, Musikvideos, Albumcovers, Fotografien, Filme, Zeichnungen, handschriftliche Notenblätter und Lyrics. Alles wurde ihm zur Inspiration. Bücher, die er las, Filme, die er sah, die Kunst der Weimarer Republik, japanisches Modedesign, die ersten Bilder vom Planeten Erde. This is ground control to Major Tom. Radikal brach er mit starren Regeln, verschwand, löste sich auf, um als neues Wesen auf der Bühne zu entstehen. David Bowie spielte virtuos wie kein anderer mit Rollen, mit Männlichkeit und Weiblichkeit, mit frei erfundenen Identitäten. Er beanspruchte für sich, ein Astronaut des Inneren zu sein. Wer bisher nicht schon den Popkünstler David Bowie anbetete,
Der wird jetzt, spätestens nach dem Besuch dieser großartigen Ausstellung, der Strahlkraft des Musikers, dem Gesamtkunstwerk Boe, verfallen. Irrlichter, ein Stück über fünf Frauen und einen Mann auf der Suche nach Sinn oder Unsinn ihres Daseins. Das ist ein Stück der Theaterfabrik, welches am 23. Mai Premiere feierte. Weitere Vorstellungen finden am 13., 14. und 17. Juni um jeweils 19.30 Uhr statt. Die Aufführungen finden in der Theaterfabrik statt und unter 0365 827 9105 kann man Karten vorbestellen. Am 14. Juni findet von 10 bis 24 Uhr das Vereinsfest der BSG Wismut Gera statt. Neben der Kinderanimation und der musikalischen Umrahmung am Nachmittag mit Blasmusik findet auch das letzte Punktespiel der ersten Männermannschaft gegen Wacker 03 Gotha statt. Anpfiff ist 15 Uhr. Zudem wird auch ein Fanturnier ausgetragen. Bis 24 Uhr wird dann das Fest mit Disco und geselligem Beisammensein ausklingen. Das war es von mir und den Veranstaltungstipps und damit zurück an Sophie. Danke, Juliane. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Direkt im Anschluss sehen Sie noch das Ergebnis des Workshops EPK, elektronische Visitenkarte für Bands vom 1. und 2. März 2014. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Wir sind Tidemore, zwei Brüder aus Berlin, die zusammen akustische Musik machen. Unsere musikalischen Wurzeln liegen in einem Knabenchor, in dem wir in unserer Kinder- und Jugendzeit gesungen haben. Ich denke, unsere Vorliebe für die Harmonik und Melodik, was sich in unserer Musik widerspiegelt, rühren genau daher. People run and people hide. Oh, people suffer, people die. New black fog has come along. Oh, covers eyes and hearts and souls. Die Gitarren haben wir uns ausgesucht, weil wir wieder live spielen wollten, raus auf die Bühne. Und wir das Gefühl hatten, dass wir mit den Gitarren unsere musikalischen Vorstellungen am besten umsetzen können. Die Gitarre habe ich gar nicht gewählt, sie wurde mir vielmehr aufgezwungen. Mein Bruder musste sich ein bisschen umgewöhnen, der ist eigentlich Klavierspieler. Aber ein Flügel war schwer auf die Bühne zu bringen, deswegen musste er halt auch zur Gitarre greifen. Mein lieber Bruder Matthias, es tut mir aufrichtig leid. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Catastrophe ist ein Song, der sehr gut unseren Stil repräsentiert. Inhaltlich ist der Song insofern besonders, als dass er ein politisches Thema aufgreift, nämlich den Einmarsch der Amerikaner in den Irak. Dieser Song ist schon ein sehr langer Begleiter, wir spielen ihn schon sehr lange und wir freuen uns, dass er jetzt auch auf unserem neuen Album erscheinen wird. Ansonsten verarbeiten wir eher Alltagserfahrungen, Liebeslyrik, immer auch mit einer leicht philosophischen Note. Mein Bruder ist der Hauptsänger bei uns und macht so ein bisschen Rhythmusgitarre. Ich mache so ein bisschen die ausgefeilteren Gitarrenparts und darf dafür auch ein bisschen singen. Zunächst liebe ich Musik. Sie ist in der Lage, mich tief zu berühren. Und ich kann mit ihr Erfahrungen aus meinem Leben ausdrücken und verarbeiten. Though the homeward disagree, you drag us into catastrophe. You pull the strings with bloody hands. Oh.
selfish policy. You did not learn from history. Come on, must take the consequence. Wir machen vorrangig englische Musik, aber unsere Muttersprache mischt sich auch immer mehr mit hinein. So finden sich auf unserem aktuellen Album auch zwei deutschsprachige Stücke. Besucht uns gerne auf unserer Webseite unter tidemore.de oder bei facebook.com/tidemore. Dort könnt ihr sehen, wo wir unterwegs sind. Dort gibt es alle Fakten, alle Infos, alle Tourtermine. Und vielleicht sehen wir uns in der analogen Welt auf einem unserer Konzerte. No.